Auf der Wache Köln-Mülheim will Peter Rothmeier am nächsten Tag eigentlich einen Fall bearbeiten, als auf dem Parkplatz seltsame Dinge vor sich gehen. Junger Mann. Ja, hallo. Ist das Ihr Zug hier? Ich möchte Anzeige erstatten. Erstmal beantworten Sie bitte meine Frage. Mein Name ist Piet Koch. Ist das Ihr Zug hier? Ja. Der hat Warum ja einen Grund. Stehen Hören Sie mir doch mal zu, bitte. Ich möchte Anzeige erstatten. Ich bin bestohlen worden. Ja, den Täter habe ich Ihnen gleich präsentiert, hier im Wohnwagen hinten eingeschlossen. Ja, wir haben Sie 10.000 Euro haben die aus meinem Tresor geklaut. Aus dem Wohnwagen raus? Ja, wissen Sie, das sind meine ganzen Einnahmen. Ja, und der Täter ist da noch drin? Ja, natürlich ist er noch drin. Habe ich ihn direkt präsentiert, habe ihm viel Arbeit abgenommen. Ja, dann wollen wir doch mal reingucken. Ja. Ist er bewaffnet oder irgendwie sowas? Erwartet uns jetzt was Gefährliches? Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt und habe sofort hinter mir geistesgegenwärtig die Tür abgeschossen und bin hierher gefahren. Ist ja nicht weit. Wann haben Sie denn im Wohnwagen Tresor mit 10.000 Euro? Na, weil, wissen Sie, wir haben alle unsere ganzen Sachen sind immer im Tresor im Zirkus. Ich hab da nichts so mit der Bank. Ihnen gehört ein Zirkus? Ja, der Fiorelli. Okay, und dann ist Ihr... Steht ja da. Das bin ich. Das sind Sie, Piet Fiorelli. Also ich heiße Piet Koch, aber das ist mein Künstlername. Okay. Der Vorsicht, ne? Der ist da drin, ne? Ja, ich bin vorher, aber Sie sagen, der ist nicht bewaffnet und... Ich hab nichts gesehen erstmal, ne? Hat ja über den Tresor so. Und hat sich da an meine dann Sachen dann einmal bitte Silenzium. Die Polizei, wir kommen jetzt rein. Sie machen keine hastigen Bewegungen. Ja. Wo ist er dann? Da sitzt er. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ey, Piet, das ist doch nicht dein Ernst, Kommen oder? Sie mal bitte aus, bevor Sie hier weiter schimpfen, kommen Sie mal bitte aus dem Wohnwagen raus. Kann ich ja jetzt nicht glauben. Was soll das denn? Das ist aber nicht von dir gedacht. Sie kennen sich? Ja, natürlich. Ich bin sein Tierpfleger. Ich bin eigentlich von meinem Zirkusdirektor hier zu einem Gespräch eingeladen worden, weil es sich um einen kranken Elefanten gehandelt hat. Und auf einmal brettert der los hier, beschuldigt mich, dass ich irgendwas geklaut haben soll. Das ist die eine Version. Ich möchte jetzt die andere Version hören. Ja, ich bin zu dem Termin gekommen. Wir waren ja verabredet. Gucke, sehe ihn in dem Wohnwagen vor meinem Tresor. Ja, sich daran zu schaffen, zu machen, geistesgegenwärtig wieder. Der hat gesagt, der klaut nicht. Wir trennen die beiden Parteien jetzt, weil das hat so keinen Sinn. Ne? Das macht mich ja ganz Kolone, wenn die da rechts und links bei mir ins Ohr quasseln. Mit ihm bitte auf die Wache Personalienfeststellung und wir gucken uns mal den Wohnwagen an. Alles klar, gründlich? Ja, ich schaue gründlich. Das kann nicht sein. Zur gleichen Zeit sind Marc Westerhofen und sein Kollege Matthias Köster im Grüngürtel auf Fußstreife, als sie auf einen offenbar betrunkenen Mann treffen, der es massiv auf einen Straßenkünstler abgesehen hat. Hallo! Hey! Hey, was bist du denn für ein Clown? Hey, vorsichtig! Stopp, Clown? Hey! Stell mal deinen leckeren Popcorn gerade mal. Machst du das noch mal, dann knallt das hier. Wieso? Weil ich das gerade gesagt habe. Stell den Popcorn jetzt ab und fertig. Abstellen! Machst du nie wieder. Jetzt! Letzte Warnung. Ja, das muss doch nicht sein, Mann. Das sind Essenssachen hier. Was machst du denn da für ein Quatsch? Hast du irgendwas gesoffen oder was? Hat er. Sieh so aus? Ja, genau, so siehst du aus. Und du verhältst dich auch genauso. Und ich mag das gar nicht. Und der Kollege schon mal überhaupt nicht. Was soll denn das hier? So. Ausweis da? Haben Sie einen Ausweis dabei? Meine Frage, gerade eben eingangs. Dankeschön. Was getrunken, Tatsache jetzt oder irgendwie nix? Nee, natürlich nicht. Ja, wie jetzt? Natürlich nicht. Was ist denn hier überhaupt los? Warum wird denn hier gestritten? Der nervt. Der, ja, ist, der versucht hier mit Bällen hochzuschmeißen. Kann der gar nicht. Mit der Nerv kann ich nicht viel anfangen. Stimmt das, was der Herr gesagt hat? Entspricht das den Tatsachen? Nee, nicht ganz. Ich bin Jongleur und ich bin jetzt nicht der Beste, aber schon gut, würde ich sagen. Und ich bin hier ein bisschen was dazu zu verdienen. Und der kam dann hier hin und meinte, meine Sachen irgendwie rumzuschmeißen. Und da reg ich mich natürlich drüber auf, weil die Sachen sind ja teuer. Und so ist der Streit entstanden hier. Genau. Ich weiß halt nicht, was sein Problem war. Ich will Sie jetzt hier nicht mehr sehen. Und wenn Sie jetzt gleich noch Stress machen, ich sage Ihnen das nur einmal. Ich habe da keine Lust, dauernd zu wiederholen. Weil Sie stören uns jetzt hier in einer polizeilichen Maßnahme. Der kann halt nicht. Sie können jetzt gehen und Sie kriegen jetzt von mir einen Platzverweis. Wenn Sie das nicht verstehen sollten, muss ich Sie mit zur Dienststelle nehmen. Mit Zahlenkombi. Keine Aufbruchsspuren. Was ist das denn? Und? Ja, ich habe jetzt erstmal keine Aufbruchsspuren da entdecken können. Dementsprechend, das Ding hat ja einen Zahlencode. Ja. Ich vermute tatsächlich, dass jemand den Zahlencode kennt. Und den somit geöffnet hat, weil es ja überhaupt keine Aufbruchsspuren da zu sehen. Ja, aber völlig ausgeschlossen. Also den Zahlencode, den kenne nur ich. Also jeder im Zirkus weiß, dass mein Tresor da drin ist. Aber er kennt niemand den Zahlencode. Niemand. Zweite Frage. Was ist mit diesen Körnern? Die sind jetzt direkt
Am Tatort, also direkt unterm Tresor gewesen, am Nachttischschränkchen und am Boden. Können Sie sich erklären, was ist das? Weil woanders sind die nämlich nicht, nur also, da. Ich habe die vorhin erstmal nicht gesehen, aber das sieht so, das sieht aus wie Reis, ne? Das könnte, keine Ahnung. Könnte eine Füllung von den Jonglierbällen sein, aber Jonglierbälle in meinem Wohnwagen kann ich mir jetzt nicht erklären. Also die Artisten befüllen mit diesem Material, mit diesem Körn, das ist da drin. Genau, das sind übliche Material, was die Jongleure benutzen, um ihre Bälle zu füllen, weil es günstig ist. Ne? Und, haben Sie denn einen Jongleur, wo Sie sagen, der könnte vielleicht da an meinem Tresor dran gewesen sein? Die Vermutung liegt ja dann vielleicht nahe, Aktuell habe ich keine Jongleure, also vor kurzem noch, aber jetzt aktuell nicht. Aber jetzt nicht? Nee. Gut, dann gehen wir erstmal rein gerne. Und dann werden wir Personalien aufnehmen und eine Anzeige, ne? Zusätzlich zu seinem eigenen Diebstahl beklagt der Zirkusdirektor, dass in der Vergangenheit auch die Zuschauer seiner Show in mehreren Städten bestohlen wurden. Gefasst werden konnte aber bislang niemand. Ja. Kannst du mal bitte zum Zirkus Fiorelli eine Streifenwagenübersetzung schicken? Denn der Piet gibt an, dass in letzter Zeit fast bei jeder Vorstellung von den Zuschauern Portemonnaies entwendet wurden. Und da jetzt auch auf dem Tresor überhaupt keine Aufbruchsspur ist, gehe ich davon aus, dass sich irgendwer den Code da erschlichen hat, wie auch immer, keine Ahnung, zirkusintern natürlich, und der Täter ist. Ja, irgendwie echt komisch, ne? Heute scheint echt der Tag des Zirkus zu sein. Wieso? Weil gerade Kollegen sich gemeldet haben, die wurden in einen Park gerufen, dass da ein gewisser Rolf Meier, der angibt, selbst Artist zu sein, also ich glaube Jongleur, der war da wohl in Querelen verwickelt mit einem angetrunkenen, also einem alkoholisierten Herrn. Genau. Mhm. Und der Jongleur, bei dem war nichts Auffälliges oder so? Weil es ist tatsächlich so, dass er sagt, er hat vor kurzem einen Jongleur entlassen. Mhm. Ne? Mit Sicherheit wird da auch kein freundschaftliches Verhältnis mehr daraus entstehen. Sag ich jetzt mal, wenn du entlassen wirst, dann bist du sauer auf irgendwen. Wahrscheinlich auf den Chef, der dich entlassen hat. Ne? Und am Tresor waren ja diese Körner da, die zur Füllung von Jonglierbällen dienen. Ah. Wenn die den noch vor Ort haben, sollen die den festhalten und befragen. Alles klar. Wie heißt der? Rolf Meier. Ja, das kann ich mir merken bis dahin. Alles klar. Ich guck das mal. Ja. Herr Fiorelli. Ja, bitte. Rolf Meier, sagt Ihnen das was? Rolf Meier? Ja, Rolf Meier, ganz genau. Eine Streifenwagenbesatzung hat den da gerade angetroffen. Warum auch immer, ist ja jetzt egal. Warum auch immer, ist egal. Wir haben auf jeden Fall einen Kollegen bei diesem Herrn Meier. Dieser und Rolf, das ist dieser, was ich Ihnen gerade erzählt habe, das ist der Jongleur, den ich entlassen musste. Jo, der 15-4 Agenda. Ja, mit. Piet, sagt der Name was? Ja. Inwiefern? Das ist mein ehemaliger Zirkusdirektor. Ehemalig bedeutet, Sie arbeiten dann nicht mehr in dem Zirkus? Nein, nicht mehr. Gar nicht mehr im Zirkus? Nee, wegen der momentanen Lage, Zirkus läuft halt nicht immer gut, bin ich halt gekündigt worden und damit will ich mir halt hier so ein bisschen was dazu verdienen. So, warum? Kurze Frage, haben Sie sich vielleicht aus dem Zirkus da auch schon irgendetwas dazu verdient? Weil ich sehe gerade, wenn Sie sich mal kurz ein bisschen umdrehen und mal Ihr Gesäß mal zeigen, da haben Sie eine ziemlich dicke, fette Brieftasche da drin. Und da würden wir ganz gerne mal reinschauen, weil es werden nämlich 10.000 Euro vermisst. Und ich könnte jetzt mal so besagen, da könnten vielleicht drinne sein. 10.000 da. Also ich weiß halt nicht mal, wo der Safe steht, geschweige denn die Kombination etc. pp. Naja, wenn Sie jetzt schon anfangen, ich weiß nicht, wo der Safe steht, wo die Kombination steht, das ist alles schwer verdächtig für uns. Ne? Also wir machen das nicht nur zur Kontrolle, weil wir 10.000 Euro vermissen oder beziehungsweise diesen Pizza, diese 10.000 Euro abhandengekommen sind zum einen, sondern wir wollen Sie vielleicht sogar entlassen. Wenn wir bei Ihnen jetzt nichts finden, dann denke ich mir mal, sind Sie, was das betrifft, zumindest erstmal entlastet. Als die Beamten kein Bargeld bei dem Jongleur finden, können sie den Mann entlassen. Doch die nächste merkwürdige Situation lässt nicht lange auf sich warten. Ich hab dafür leider Entschuldigung, dürfte ich bitte eine Spende haben? Nein, geben Sie einfach nur eine kleine Spende. Nein, dafür habe ich nichts übrig. Guten Tag, die Damen. Guten Tag, die Damen. Was ist denn hier los? Sie fragt mich nach Spenden. Okay. Sie wird aber schon es langsam auch aufdringlich. Zirkus, weil ich seit ein paar Monaten in einem Zirkus arbeite und ich möchte nur eine kleine Spende haben. Und das ist das Geschrei, was wir jetzt von Weitem eben gehört haben, richtig? Ja, richtig. Okay. Was Sie machen, dürfen Sie das überhaupt? Haben Sie wahrscheinlich also, nie erkundigt, ne? Nein, das stimmt, das habe ich nie gemacht. Okay. Aber ich habe seit langem... Lass uns doch mit ihr gleich mal eben in Ruhe reden.
Ich Sie sind mit Dank erlassen. Wir gearbeitet. Kümmern uns darum, dass sie das nicht weitermacht. Okay. Und das Weitere klären wir mit ihr, okay? Alles klar, danke schön. Okay, wir danken Ihnen. Tschüss. Tschüss. So. Zirkus. Wir sind heute schon ein bisschen ein paar Mal aufmerksam geworden, irgendwie auf den Zirkus. Ein Jongleur haben wir jetzt gehabt, ein Zirkusdirektor. Eine ganz nicht gerade unbeträchtliche Summe an Geld. Und dann treffen wir sie jetzt hier noch mit zwei von diesen tollen Tieren hier an. Und sie sammeln. Sie Spenden sammeln, ne? Ja, ich okay. wollte was Gutes tun für den Zirkus, da wo ich jetzt arbeite. Dass sie hier keine Spenden so sammeln, das wissen sie schon, ne? Das dürfen sie normal nicht, ne? Das okay. weiß ich ja. normalerweise. Wie kommen sie an die Tiere eigentlich? Sag mal, sind das ihre Tiere jetzt, oder? Vom Zirkus, die Tiere. Vom Zirkus? Vom Zirkus, die Tiere. Aber sie arbeiten nicht mit den Tieren? Gerade, ja, gerade. Ja, ich bin eine Seiltänzerin jetzt... normalerweise. Okay. Ah, okay, daher das auch Sinn, die Aufmachung. Genau, gut. richtig. Zirkustechnik arbeiten sie aber schon noch im Zirkus da, ne? Ah, alles klar, ich mache gerade mal eine Abfrage, Sekunde. Ich hoffe, wir werden da zurangekommen. Was hast du? Die Kollegen haben sich gerade noch mal gemeldet aus dem Park. Und zwar konnten sie dort eine Maya Klein aufgreifen. Maya Klein, die bricht zusammen. Also, was hat die denn damit noch zu tun? Ja, das weiß ich doch nicht. Also die gibt auch an zum Zirkus zu gehören und hat dort wohl mit einem Alpaka Spenden gesammelt für den Zirkus. Ja klar, wird ja immer besser. Spenden, wir sammeln keine Spenden. Keiner meiner Mitarbeiter geht selbst. Nein. Aber die sind da auch nicht von Ihnen dazu es angehalten. Gibt, nein, Spenden es gibt keine Anweisung. Sowas machen wir nicht. Wir sind in der fünften Generation, sowas wurde nie gemacht. Ja, also es ist ja tatsächlich nicht unüblich, ne, dass der Kleinzirkus in Anführungsstrichen und ich ja, halte ja auf die, in die Fußgängerzone. Ich halte ja auf die Maya große Stücke. Die hat ja erst also vor alt nicht zu langer Zeit bei uns angefangen. Ist ein riesen Talent, Artistin, Seiltänzerin, macht einen super Job. Ja, und, wie lange also, ist sie denn schon bei Ihnen im Büro? Ja, Daumen, also bestimmt jetzt erst 12 Wochen. Also länger ist sie, also die hat noch Probezeit. Die hat noch Probezeit. Ja, die kennen sie noch gar nicht so lange. Nein, nein, aber ein tolles Mädchen, also wirklich, ich halte da große Stücke auf die. Ne? Das ist ihr Ausweisdokument, den tust du direkt wieder hier rein, ne? Damit er nicht weggegangen ist. Ne? Ja. Und die Sachen hatten Sie jetzt dabei oder wie? Genau, richtig. Das ist aber unter diesem Streit eskaliert und dann alles ist runtergeflogen und deswegen ist das jetzt alles am Boden. Und? Ist das so eine Art Satteltasche oder was ist das? Sieht so aus, ne? Beuteltasche, Satteltasche, ja. Sowas haben die Tiere um. Bestimmt so. Da ist bestimmt Futter, Futter drin und sowas. Ja, aber anderes Futter. Oh. Also wenn mich meine Augen jetzt gerade nicht täuschen, würde ich sagen, das ist Kohle und kein Futter. Und nicht unerheblich wenig. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Mhm. Mathis, ich gebe das gerade mal an. Also ich habe damit gar nichts zu tun, wirklich nicht. Also das Geld wurde in dieser Satteltasche gefunden. Diese Satteltasche, haben Sie gesagt, war auf den Tieren drauf. Ja. Und Sie haben diese Satteltasche darauf gepackt? Nein, das war ich nicht. Das habe ich nicht gemacht. Ja, war die Satteltasche schon fertig, als Sie im Zirkus da losgegangen sind? Das kann wohl möglich sein, weil ich war das nicht. Die Kollegen sind im Zirkus fündig geworden. Im Wohnwagen des Tierpflegers haben die Beamten zahlreiche Portemonnaies sichergestellt, die möglicherweise den bestohlenen Zuschauern gehören. In Ihrem Wohnwagen. Das mache ich jetzt mal ganz plakativ. Ach du Scheiße. Ich hätte da gerne eine Einlassung von Ihnen dazu. Ja, ich bitte Sie darum, jetzt mal ein bisschen mit der Wahrheit rauszurücken. Das Kind ist sowieso in den Brunnen gefallen. Die 10.000 Euro haben wir. Und wo die gefunden worden sind, können Sie sich wahrscheinlich auch schon denken, weil Sie wissen nämlich mehr, als Sie mir erzählen. So. Na, ist ja gut, Mensch. Meine Mutter ist zurzeit an Krebs krank und ich muss derzeit die ganzen Rechnungen dafür bezahlen. Und ja, das mit dem Portemonnaie ist, das ist jetzt eigentlich beiläufig gewesen. Wir hatten vor langer Zeit, wie heißt es, war das in Klagenfurt die erste Nummer gehabt und dort sind halt Portemonnaies auf den Boden gefallen und ich bin mir später halt irgendwo auf den Gedanken... auf den Boden gefallen? Ja, vielleicht habe ich auch ein bisschen nachgeholfen. Leck mich an den Füßen. Aber ja. Der Punkt ist auf jeden Fall, die Arztkosten von meiner Mutter sind halt dementsprechend hoch und die hat halt nur Hartz IV, die kann das Ganze nicht bezahlen und ja, dass der Piet halt so viel Geld angehäuft hat und da auf seinen Tresor nicht am Aufpassen ist, das ist halt... Ich dachte, ich kann damit halt sofort alle Arztschulden bezahlen, meine Mutter damit helfen, dass sie halt wieder gesund wird. Und ich wollte es ja zurückzahlen. Es ist ja jetzt in dem Punkt und nicht irgendwie so, als wenn ich mich jetzt damit bereichern würde und mit einem Ferrari die nächste Straße runterheizen. Schon richtig, ne? Nur wer fremde Sachen nimmt, der diebt, ja? Aus irgendwelchen, die Gründe sind scheißegal. Was mich aber noch interessiert, wie sind Sie an die Zahlenkombi gekommen? Ja. Ja.
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mal zugeguckt gehabt, wie der Piet nach einer Einnahme von sich halt am Tresor gewesen ist und von außen mal rein. Hab dann halt von außen gesehen gehabt, wie er das Ganze probiert hat und ja. Und die 10.000 Euro? Nee, die habe ich in der Satteltasche von meinem Packer reingepackt. Okay. Also ich wollte jetzt eigentlich erstmal gucken, dass die Vektoren. Nein, also es war nicht abgesprochen, dass irgendjemand mit dem Alpaka irgendwo Spenden sammeln geht. Wir machen sowas eigentlich nicht. Alles klar, also ist im Prinzip die Kollegin von Ihnen, die mit dem Alpaka unterwegs ist, es ist nämlich tatsächlich eine Kollegin mit dem Alpaka unterwegs, um Spenden zu sammeln und da wurden die 10.000 Euro gefunden. Die gerät jetzt also völlig aus dem Fokus. Sie sind da der Alleintäter. Aber warum macht die das denn? Der Piet hat doch extra gesagt, dass wir niemals auf Spenden zurückgreifen wollen. Der Tierpfleger bekommt eine Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.